Hallo, meine Freunde, damit einmal wieder herzlich willkommen hier zurück zum Bus Simulator 2018 mit meiner Wenigkeit. So, wir müssen weiterhin ja, unsere Strecke hier fahren, denn wir brauchen noch mindestens 180 Passagiere. Ansonsten wird das Ganze nicht, deswegen machen wir mal hier eine umgekehrte Strecke. Machen mal Kreisfahrt. Ja, wir machen einfach mal die umgekehrte Strecke. Dass wir mal hier ein bisschen was anderes haben. Mit dem Mercedes kann man ja leider nicht fahren, der ist ja zu gelegt. Deswegen müssen wir mit den Setra hier fahren. Die Fahrt beginnt. So, da sind wir auch gleich schon wieder hier drin. Da haben wir auch schon wieder hier die erste Haltestelle. Sehr gut. Eier, was? Gut, wollen Sie mir jetzt nicht verraten, Eier, was? Aber es fängt schon gut an, er tritt den Puls und sagt dann einfach nur, ja, was ist mit dir? Aber jetzt minimalistisch knapp hier das Ganze. Ja, Vorfahrt beachten, das ist zwar richtig, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt... Ja, nicht sofort wieder aufs Bremspedal, mein bester Menschenskinner. So. Aber mal ein bisschen durchsetzen, dann wird das Ganze auch was. So schön. Ja, das weiß ich nicht. Das müssen Sie doch wissen, wo Sie Ihren Hut getan haben, oder? Ich brauche eine Fahrkarte. Woche Standard. Bitteschön. Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Standardzeug, na klar. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Danke. Bitteschön. Und wir sind schon voll am Wochenende drin, der gute Herr da hinten. Na, so müssen wir über die Kreuzung hier kommen. Wo wir immer noch eine Vorfahrtsstraße haben, meines Erachtens nach. Oder? Ich habe auf jeden Fall ja nichts anderes, das ist einfach eine stinknormale Grüne. Einfach weiß. Aber eigentlich, da vorne ist ein Vorfahrtsstraßenschild. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass das hier auch so passt. Zumal die anderen fahren, die fahren hier nicht. Schrecklich. So. Wir müssen hier rüber. Genau, da wird er links. Also es geht im Endeffekt einfach mal andersrum. Das ist schon mal so ganz okay. Und danke für den Hinweis hier wegen Geschwindigkeitsbegrenzung ausschalten. Ich weiß schon, ich habe es ja aber extra drin. Ja, weil wenn wir die Geschwindigkeit natürlich überstreiten, kriegen wir auch Minuspunkte und alles. Das wollen wir ja nicht. Deswegen habe ich das extra drin, dass dieser Tempomat das so schön für uns übernimmt. Ja. Ansonsten das Angebot von Games Planet, wie gesagt, ist auch immer noch aktiv. Wer das Spiel noch nicht hat und sich vorbestellen will, beziehungsweise dann spielen will, wenn es dann zum 13. Juni ist, im Übrigen das Release-Datum. Dritter Link in der Beschreibung von oben, da immer draufklicken, in den Warenkorb packen, dann noch als Rabattcode BUS eingeben und schon spart ihr 20%. Also günstiger kriegt das definitiv aktuell nirgendwo. So. Beziehungsweise moralisch richtiger. Ich glaube, die Kies sind natürlich immer billiger, ne? Ist klar. So, nächste Haltestelle bitte einmal. So, guten Tag. Guten Tag! Meine Fresse. Standardtag, natürlich. Sogar mal passend bezahlt. Ich wäre ja wahnsinnig. Habe ich hier einmal, ne, nicht hart genug reingelenkt, dass immer gleich mit den einen Dings über Bord stehen. Aber es beschwert sich wenigstens keiner. So einen Hunger. Okay,
Hey, holen wir uns was zu essen. Ja, das ist richtig, das könnt ihr auch machen, aber es wird nicht im Bus gegessen. So. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina! Du sollst mich nicht spoilern! Du Blöde! Du Elende, du! Was soll denn das jetzt? Ich wollte mir Games of Thrones noch angucken! Toll! Jetzt weiß ich alles über die Serie, jetzt werde ich sie mir nicht mehr gucken. Scheiße. Das war dann vielleicht noch ein bisschen zu eng. Kann man manchmal doch schon arg unterschätzen. So. Eine Fahrkarte bitte. Student am Tag, natürlich. Bitteschön. Danke. Ich liebe die Sonne. So. Astra-Promenade. Was, Passagiere zurückgelassen? Ja, sollen Sie mal bitte schneller einsteigen. So. Habt ihr da jetzt noch ihn gesehen? Für mich sah das jetzt nicht so aus, als würde er da einsteigen wollen. Jedenfalls nicht vorne. Ja, die Route wird mal wieder nicht gut bewertet werden, dieser Rundlauf hier. Was macht denn der da vorne? Ich wollte gerade sagen, einmal bitte abziehen. Aussteigen, einsteigen bitte. Eine Fahrkarte bitte. Standard, zack. Zack, Standard. Danke. Bitte. So, alle rein, alle raus. Ja. Toll, jetzt staut sich's hier noch. Ich find's gut. Du wartest, freundlich. Die Zifferstreifen kann man aber hier auch sehr schlecht übersehen, du. Ich wollte nämlich gerade schon hüben, was das soll, aber da habe ich noch den Zebrastreifen gesehen. Das ging doch mal gut. So, Forschungszentrum da vorne. Beep. Langsam mal über die Dinger drüber, nicht, dass schon einer beschwert. Da sind wir zu früh dran oder sind wir zu overpünktlich? Fahrst du mal weg? Eine Fahrkarte bitte. Natürlich, Standard am Dach. Bitteschön. Ja, da hat wieder einer zu viel Kohle. Danke. Der Notspeicher da vorne. So, guten Tag, guten Tag. So, ich war ja durch. So, hallo. Warum schleichen wir jetzt hier so? Ah, das ist ja unser Kollege hier, den wir angesetzt haben. Ich wusste gar nicht, dass der auch auf der Route verkehrt. Da fehlen noch ein paar Texturen am linken Blinker, würde ich mal fast behaupten.
perfekt geparkt. Dankeschön. Viel Spaß noch. Ich brauche eine Fahrkarte. Standort Wore, bitteschön. Danke. So. Das war ein bisschen... So. Was dürfte dann eigentlich der Südsprecher, dürfte dann die letzte Haltestelle sein? Ich bin mir unsicher. Was ist denn los? Hat sogar schon die Hube wieder verreckt. Menschenskinder noch eins. Da vorne steht auch schon wieder ein Kollege. Ja, komm, fährst du mal bitte weg. Fährst du weg, fährst du weg, fährst du weg. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Guten Tag. Eine Fahrkarte, bitte. Tag, Senior oder was? Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Standort einzeln. Warst du auf dem Konzert im alten Sägewerk? Nein, war ich nicht. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, Standort Woche. Gut, herzlichen Dank. Ich wollte gerade sagen, wolltest du bitte, das ist ja sehr freundlich. Stockerplatz, Endstation, bitte alle aussteigen. Was ist denn jetzt hier schon wieder, Jungs? Wir haben 30 Millionen Maß Vorfahrtsschild. Ich fahre ja schon 50, wir dackeln hier mit 30 rum, also das wäre doch hier eine 30er-Zone. So, weil wir wohl so eine Kackkreuzung haben, schwer blöde. Eieieiei. Das ist aber sehr, es ist auch ein sehr zeitiges, und das, es ist ihnen wirklich sehr zeitig aufgefallen, dass er abbiegen will. Ich frage mich, warum er es nicht tut. Er könnte es die ganze Zeit tun. Menschenskind, einfach mal über die Kreuzung drüber fahren. Nein, komme ich nicht. So, wunderbar. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Wow, es hat mal wieder, es hat keiner mal Müll hinterlassen. Ja, Menschenskinder, ich bin ja fast ein bisschen stolz auf euch, Kinders. So, immerhin würde ich sagen... Schwarzfahrer ein, Anzahl der Passagiere, die nicht für die Fahrkarte bezahlt haben. Wow. Okay. Das Problem ist halt nur, wie willst du... Ich meine, wie man es kontrolliert, weiß ich ja. Das Problem ist halt nur... ganz ehrlich... Hä? Soll ich während der Fahrt oder während des Dings halt einfach mal anhalten und das Ganze mal kontrollieren oder... Oder wie oder wo oder was? Das ist... Ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen doof. Ne? So doof, wie es sich anhört, aber... So, gehen wir kurz hier hin.
Zugewiesene Fahrrad, zugewiesene Streckenname. Wie ist denn die Strecke? Strecke 2, ne? Machen wir den, dann sollen wir bitte den hier nehmen. Und ich fahre dann mal in der nächsten Route das hier. Cool, meine Freunde, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ist erstmal wieder fertig für den Part. Däumchen da lassen nicht vergessen. Beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis dann, eure Renner. Tschüss.